Liebe Frau Paul, liebe Mitglieder von Natur und Medizin, verehrte Festversammlung. Wir feiern heute das 40-jährige Bestehen von Natur und Medizin und ich spreche zu Ihnen als letztes noch lebendes Gründungsmitglied dieses Vereins. Ich kann mich noch gut an unsere Gründungsversammlung in der Villa Hammerschmidt in Bonn erinnern. Das Ehepaar Carstens hatte sein Vermögen in eine Stiftung eingebracht, mit dem Zweck, Homöopathie und Naturheilverfahren zu fördern. Da in Deutschland diese Methoden vorzugsweise entwickelt und angewandt wurden, bestand eine große Akzeptanz in der Bevölkerung für diese Heilverfahren. Wir wollten nun möglichst vielen die Möglichkeit geben, sich ebenfalls an deren Förderungen mittels eines Vereins zu beteiligen. Gleichzeitig sollten dessen Mitglieder aber ständig über die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet von Homöopathie und Naturheilverfahren informiert und ihnen bei Bedarf durch eine fachliche Beratung auch optimale Behandlungsmöglichkeiten vermittelt werden. Wir diskutierten lange über den Namen des Vereins und einigten uns schließlich auf Natur und Medizin, was sich bis heute bewährt hat. Die zugrunde liegende Idee und ihre Ausführung stießen auf eine große Resonanz, sodass wir mit über 40.000 Mitgliedern die Arbeit aufnehmen konnten. Der Verein hat die finanzielle Effizienz der Carstens Stiftung ganz erheblich verstärkt, sodass wir eine große Zahl auch teurer Projekte fördern konnten. Dazu trug ganz erheblich das Ehepaar Carstens selbst bei. Noch während seiner Amtszeit als Bundespräsident hat Professor Carstens Wanderungen zusammen mit seiner Frau und interessierten Bürgern durch die schönsten Landschaften Deutschlands begonnen. Dabei ergab sich die Gelegenheit zu vielen persönlichen Gesprächen, aber auch solchen über Natur und Medizin. Frau Dr. Carstens und einige Mitstreiter haben außerdem in ganz Deutschland Vorträge über Homöopathie und Naturheilverfahren gehalten. Dazu kamen noch persönliche Treffen bei den vielbesuchten Jahrestagungen in Bad Neuenahr. So wurde die Carstens Stiftung zur größten Förderstiftung für Homöopathie und Naturheilverfahren in ganz Europa. Das verdanken wir ganz wesentlich auch Ihnen, unseren Mitgliedern. Und dafür möchte ich Ihnen an dieser Stelle sehr herzlich danken. Die moderne Medizin hat in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte erzielt, vor allem im technischen Bereich. Aber ihr Hauptproblem, die Behandlung chronischer Krankheiten, ist nach wie vor unbefriedigend gelöst. Hier können Homöopathie und Naturheilverfahren sehr wertvolle Beiträge liefern, was häufig noch zu wenig erkannt wird. Diese Lücke zu schließen, bleibt weiterhin die Hauptaufgabe der Carstens Stiftung zusammen mit Natur und Medizin. Arbeiten wir gemeinsam mit Mut, Ausdauer und Begeisterung an der Lösung dieses Problems. Dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg und alles Gute.